Geheimhaltungsstufen. Die Geheimhaltungsfreigaben, die Personal der Foundation erteilt werden, repräsentieren den höchsten Grad an Informationen, zu denen ihnen Zugriff gewährt wird. Eine Freigabe für eine Geheimhaltungsstufe erhalten zu haben, berechtigt allerdings nicht zum Zugriff auf sämtliche Informationen der Geheimhaltungsstufe. Personal wird Zugriff nur nach dem Need-to-Know-Prinzip, Kenntnis nur bei Bedarf, nach Ermessen des zuständigen Abteilungsleiters erteilt. Stufe 0 – nur für den Dienstgebrauch. Freigaben der Stufe 0 werden nicht wesentlichem Personal erteilt, welches keinen Zugang zu Informationen zu anomalen Objekten oder Wesen benötigt. Eine Freigabe der Stufe 0 ist üblicherweise Personal mit ungesicherten Verwaltungs-, Logistik- oder Hausmeistertätigkeiten in Einrichtungen ohne Zugriff auf betriebliche Daten vorbehalten. Stufe 1 – eingeschränkt. Freigaben der Stufe 1 werden Personal in der Nähe, aber ohne direkten, indirekten oder informationellen Kontakt mit anomalen Objekten oder Wesen in Eindämmung erteilt. Eine Freigabe der Stufe 1 ist üblicherweise Personal mit Verwaltungs-, Logistik- oder Hausmeistertätigkeiten in Einrichtungen mit Eindämmungsfunktion oder Personal, welches aus anderen Gründen mit sensiblen Daten in Kontakt kommt, vorbehalten. Stufe 2 – vertraulich. Freigaben der Stufe 2 werden Sicherheits- und Forschungspersonal erteilt, welches direkten Zugriff auf Informationen bezüglich anomalen Objekten und Wesen in Eindämmung benötigt. Die meisten Forscher, Außendienstagenten und Eindämmungsspezialisten haben eine Freigabe der Stufe 2 inne. Stufe 3 – geheim. Freigaben der Stufe 3 werden leitendem Sicherheits- und Forschungspersonal erteilt, welches detaillierte Daten bezüglich des Ursprungs, den Bergungsumständen und der Langzeitplanung für anomale Objekte und Wesen in Eindämmung benötigt. Die meisten leitenden Forschungsangestellten, Projektmanager, Sicherheitsoffiziere, Mitglieder von Eingreiftruppen oder Angehörigen einer Mobile Task Force haben eine Freigabe der Stufe 3 inne. Stufe 4 – streng geheim. Freigaben der Stufe 4 werden hohen Verwaltungsangestellten erteilt, welche Zugriff auf standortweite und/oder regionale Geheimdienstinformationen sowie langfristige strategische Daten bezüglich Einsätzen oder Forschungsprojekten der Foundation benötigen. Eine Freigabe der Stufe 4 ist üblicherweise nur Standortleitern, Sicherheitsleitern oder Kommandanten von Mobile Task Forces vorbehalten. Stufe 5 – Taumiel. Freigaben der Stufe 5 werden dem höchstrangigsten Verwaltungspersonal innerhalb der Foundation erteilt und berechtigen zu praktisch unbegrenztem Zugriff auf alle strategischen und anderweitig sensiblen Daten. Eine Freigabe der Stufe 5 wird üblicherweise nur Mitgliedern des O5-Rates erteilt. Personalklassen. Personal wird basierend auf der Nähe zu potenziell gefährlichen, anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen eine Klasse zugeordnet. Klasse A. Klasse A-Personal sind jedwede Personen, welche für strategische Einsätze der Foundation als essentiell angesehen werden und aus diesem Grund unter keinen Umständen direkten Kontakt zu Anomalien haben dürfen. Sollten Umstände erfordern, dass Personal der Klasse A sich in der direkten Nähe von diesen Anomalien aufhält, beispielsweise im Fall von Einrichtungen, welche Eindämmungseinheiten beinhalten, so ist diesem kein Zugang zu den Bereichen der Einrichtung erlaubt, welche diese Anomalien enthalten, und muss sich zu jeder Zeit in gesicherten Bereichen aufhalten. Im Falle eines Notfalls ist Personal der Klasse A sofortig zu einer spezifizierten, sicheren Stätte außerhalb des Standortgeländes zu evakuieren. Klasse B. Klasse B-Personal sind jedwede Personen, welche für örtliche Einsätze der Foundation als essentiell angesehen werden und welchen aus diesem Grund nur Zugriff auf Objekte, Wesen und Anomalien erlaubt ist, die eine Quarantäne durchlaufen haben und von sämtlichen potenziell bewusstseinsbeeinflussten Effekten oder mimetischen Stoffen bereinigt sind. Im Falle eines Eindämmungsbruchs oder feindlicher Aktivität gegen eine Einrichtung der Foundation ist Personal der Klasse B schnellstmöglich zu einer spezifizierten, sicheren Stätte außerhalb des Standortgeländes zu evakuieren. Klasse C. Klasse C-Personal sind Personen mit direktem Zugriff auf die meisten Anomalien, welche nicht als streng genommen feindlich oder gefährlich betrachtet werden. Personal der Klasse C, welches direkten Kontakt mit potenziell bewusstseinsbeeinflussenden oder mimetischen Eigenschaften hatte, kann unter vorgeschriebene Quarantäne und psychiatrische Evaluation gestellt werden, falls dieses von Sicherheitspersonal als notwendig erachtet wird. Im Falle eines Eindämmungsbruches oder feindlicher Aktivität gegen eine Einrichtung der Foundation hat ziviles Personal der Klasse C entweder sichere Abriegelungsbereiche aufzusuchen oder wird im Falle eines standortweiten Sicherheitsbruches oder eines anderen katastrophalen Ereignisses nach dem Ermessen des stationierten Sicherheitspersonals evakuiert. Klasse D.
Klasse D-Personal sind entbehrliches Personal, welches der Handhabung von extrem gefährlichen Anomalien dient und nicht in Kontakt mit Personal der Klasse A oder B treten darf. Personal der Klasse D wird üblicherweise weltweit aus den Reihen von Gefängnisinsassen, welche Gewaltverbrechen für schuldig befunden wurden, zugezogen, bevorzugt aus Todestrakten. In zwingenden Fällen kann Protokoll 12 in Kraft gesetzt werden, welches die Rekrutierung aus anderen Quellen erlaubt, beispielsweise politische Gefangene, Flüchtlingsbevölkerungen und andere zivile Quellen, welche eine Überführung in Gewahrsam der Foundation unter glaubhaft abstreitbaren Umständen ermöglichen. Personal der Klasse D ist eine regelmäßige psychiatrische Evaluation vorgeschrieben, ebenso wie die Verabreichung eines Amnestikums mindestens der Stärke B oder die Terminierung, jeweils am Monatsende nach Ermessen des stationierten medizinischen oder Sicherheitspersonals. Im Falle eines katastrophalen Ereignisses an einem Standort ist Personal der Klasse D sofort zu terminieren. Es sei denn, das stationierte Sicherheitspersonal sieht das Aussetzen der Terminierung in Sonderfällen als notwendig an. Klasse E. Klasse E ist eine provisorische Klassifizierung, welche auf Außendienstagenten und Eindämmungspersonal anzuwenden ist, welche im Rahmen der Bergung und ersten Eindämmung eines neu ausgewiesenen anomalen Objektes, Wesens oder Phänomens potenziell gefährlichen Effekten ausgesetzt waren. Personal der Klasse E sollte schnellstmöglich unter Quarantäne gestellt, überwacht und auf potenziell schädliche Änderungen im Verhalten, Persönlichkeit oder Physiologie untersucht werden und darf nur nach einer ausführlichen Einsatznachbesprechung sowie eine Freigabe durch psychiatrisches und medizinisches Personal in den aktiven Dienst zurückkehren. Angestelltenbezeichnungen. Dies sind die allgemeinen Arbeitsbezeichnungen, die üblicherweise in der Foundation benutzt werden. Standortangestellte. Eindämmungsspezialist. Eindämmungsspezialisten haben zwei wichtige Rollen in Einrichtungen der Foundation. In erster Linie dienen Eindämmungsgruppen dazu, auf bestätigte Fälle von anormalem Verhalten zu reagieren und eine erste Eindämmung von anormalen Objekten, Wesen oder Phänomenen einzurichten und sie zu der nächsten Eindämmungseinrichtung zu transportieren. Zusätzlich dienen Eindämmungsingenieure und Techniker der Planung, Weiterentwicklung und Wartung von Eindämmungseinheiten und Plänen für Objekte, Wesen und Phänomene in Einrichtungen der Foundation. Forscher. Forscher stellen den wissenschaftlichen Zweig der Foundation dar und werden aus den Rängen der intelligentesten und am besten ausgebildeten forschenden Wissenschaftler weltweit rekrutiert. Mit Spezialisten aus jedem vorstellbaren Feld, von Chemie und Botanik zu eher esoterischen oder spezialisierten Feldern wie theoretische Physik und Xenobiologie, ist das Ziel der Forschungsprojekte der Foundation, ein besseres Verständnis von unerklärten Anomalien und ihre Funktionsweise zu erlangen. Sicherheitsbeamte. Stationierte Sicherheitsbeamte, oft nur als Wachen bezeichnet, in Einrichtungen der Foundation haben die Aufgabe, die physische und informationelle Sicherheit von Projekten, Einsätzen und Personal der Foundation sicherzustellen. Größtenteils rekrutiert aus Militär-, Strafverfolgungs- oder Justizpersonal, sind die Sicherheitsbeamten geschult im Gebrauch von allen Waffengattungen sowie in Notfallplänen für Eindämmungsbrüche und feindliche Aktivität. Dieses Personal ist ebenfalls für informationelle Sicherheit zuständig, beispielsweise also zu verhindern, dass sensible Dokumente verlegt werden oder dass die Computersysteme einer Einrichtung gegen ein Eindringen von außen geschützt sind. Ebenfalls sind sie die erste Verteidigungslinie von Einrichtungen der Foundation gegen feindliche Aktivität von außen. Mitglieder einer Eingreiftruppe. Eingreiftruppen oder taktische Gruppen sind bestens ausgebildete und schwer bewaffnete Kampfeinheiten, die Begleitschutz für Eindämmungsgruppen geben, wenn gefährliche anomale Wesen oder feindliche Gruppen von besonderem Interesse in einen Einsatz involviert sind. Zudem verteidigen sie Einrichtungen der Foundation gegen feindliche Aktivitäten. Eingreiftruppen sind praktisch Militäreinheiten, die in Haupteinrichtungen stationiert sind und jederzeit einsatzbereit sind. Außendienstangestellte. Außendienstagenten. Außendienstagenten sind die Augen und Ohren der Foundation. Personal, welches für das Aufspüren und Untersuchen von Zeichen anormaler Aktivität ausgebildet ist, häufig verdeckt bei lokalen oder regionalen Strafverfolgungsbehörden, in lokalen Einrichtungen wie Rettungsdiensten oder in Verwaltungsbehörden. Als verdeckte Einheiten sind Außendienstagenten üblicherweise nicht für die Handhabung von bestätigten Fällen anormaler Aktivität ausgestattet. Sobald ein solches Ereignis bestätigt und isoliert wurde, werden Außendienstagenten zumeist die Hilfe der nächsten Eindämmungsgruppe anfordern, welche über die Mittel zur Sicherung und Eindämmung dieser Anomalien verfügt. Mitglieder einer Mobile Task Force.
Mobile Task Forces sind Spezialeinheiten, bestehend aus erprobten Außendienstangestellten, die aus der gesamten Foundation zugezogen werden. Diese Task Forces sind mobil, für spezifische Bedrohungsarten zusammengestellt und können aus Außendienstforschern, die sich auf einen Typ Anomalie spezialisiert haben, bis hin zu schwer bewaffneten Kampfeinheiten, beauftragt mit der Sicherung bestimmter Typen von feindlichen anomalen Wesen, bestehen. Verwaltung. Standortleiter. Standortleiter von großen Einrichtungen der Foundation sind das höchstrangigste Personal an diesem Standort und verantwortlich für dessen fortlaufenden, sicheren Betrieb und für alle an diesem eingedämmten Anomalien und Projekte. Alle Abteilungsleiter berichten dem Standortleiter, welcher wiederum dem O5-Rat berichtet. O5-Ratsmitglied. O5-Rat bezeichnet ein Komitee bestehend aus den höchstrangigsten Direktoren der Foundation. Der O5-Rat verfügt über vollständigen Zugriff auf alle Informationen bezüglich Anomalien, die sich in Eindämmung befinden, leitet sämtliche Einsätze der Foundation weltweit und lenkt ihre langfristigen strategischen Pläne. Aufgrund der Relevanz ihrer Positionen dürfen O5-Ratsmitglieder nicht in direkten Kontakt mit jeglichen anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen geraten. Des Weiteren unterliegt die Identität aller O5-Ratsmitglieder der Geheimhaltung. Alle Ratsmitglieder werden nur mit ihrer Zahlenkennung bezeichnet. O5-1 bis O5-13. Mm.